Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Kaosti und heute gibt es ein neues Video zu Eve Echoes. Und zwar gibt es heute mal einen Bomberausflug. Und zwar habe ich mir mal hier diese Manticore gegönnt. So. Das ist ein Tarnkappenbomber. Also, ich nenne sie so hoch. Falsches, die Info wollte ich. Die Manticore ist ein Tarnkappenbomber. Das heißt, sie fliegt in Covered Ops Tarnvorrichtung herum und ja, killt, was ihr vor den Lauf fliegt, hat Bonus auf mittlere Torpedos. Ich mag eigentlich keine Raketen, aber das sind die einzigsten, die es gibt. Ansonsten gibt es fürs professionelle Fregattenkommando Signaturradius reduziert. Was ich persönlich ganz gut finde, falls ich ja mal jemanden treffe, der ja zurückschießt, wenn ich die halt eben umkreise. Und ja, das Fitting dazu sieht folgendermaßen aus. Hier oben habe ich Republic Fleet Medium Torpedo Launcher. 3 Stück. Bin ich bei einer Lenkwaffenreichweite von 9 Kilometer. Ist jetzt nicht die Welt, aber na gut, was soll man machen? Dazu gibt es einen Afterburner, weil ja immer mehr jetzt Warp Disruptor halt eben haben, Warp Scrambler und MWT dementsprechend nutzlos ist. Und wenn ich mal gescrambled werde, bin ich platt mit MWT, wenn ich nicht wegkomme. Dazu einen Ballistic Control und eben den Covered Ops Cloaking Device. Wie gesagt, 2 Warp Scrambler. Damit kommen wir auf eine Stärke von 6. Ich habe auch überlegt, also wenn es gut läuft, hole ich mir vielleicht auch die Interruptive Scrambler. Die haben, Moment, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber die haben, glaube ich, eine Stärke von 4. Ja, genau. Haben eine Stärke von 4. Das heißt, damit kann ich auch dann Retriever festhalten. Oder hole ich mir jetzt noch auf dem Weg noch welche? 2 Mille ist eigentlich nicht die Welt. Ach komm. Was kostet der Geiz? So, also die equippe ich dann noch. Das heißt, vergesst die 2 MK7. Da kommen Interruptive drauf. Ansonsten als Rigs habe ich jetzt, also es soll Low Budget bleiben, weil das ist mein erster Bomber, den ich fliege. Das heißt, wenn ich schnell Platz und ich investiere 50 Millionen an Rigs da rein, würde es mich ziemlich ärgern. Das heißt, hier sind ganz normal Prototypes drin, die man ja gratis bekommt. Einmal Schadensbonus, einmal Aktivierungszeit und hier einmal Fluggeschwindigkeit und die Trägheitsmodifikation. Falls ich ja halt eben, was heißt falls, da ich ja den Gegner umkreisen möchte. So, ansonsten, ja, war es das eigentlich schon zum Vorstellen des kleinen Schiffs. Klein ist es eigentlich wirklich, da ich mal gucken. Wir haben auch schön. Naja. Wir haben hier einen Signaturradius von 32,4. Ich weiß nicht, ob das angezeigt. Ja, eigentlich müsste angezeigt werden, wie viel ich tatsächlich habe. Signaturradius. Na gut, 32. Allerdings sind meine Skills jetzt auch nicht so gering von. Und dahin. Na gut, 4. Ja. Egal. So, ich hole jetzt noch meine Scrambler kurz. Und dann sind wir hoffentlich gleich zurück, wenn ich ein Ziel finde. Also, bis gleich. So, da sind wir jetzt. Also hier im System haben wir zumindest welche. Mal gucken, ob wir auch irgendwas finden, was wir töten können. Auf jeden Fall haben wir hier Asiaten, die sich unterhalten im Local.
Keine Ahnung was. Schauen wir mal. Vielleicht habe ich ja Glück und es in meiner. Gut, was ist unterhalten? Der eine schreibt was, ich weiß nicht, ob jemand zuhört. Veni Vidi Vici. Meine Freunde, von denen ich schon Loot geklaut habe. Okay. Alles Veni Vidi Vici. Also vielleicht farmen die auch Anomalien zusammen. Anders. Schade. Will ich eigentlich nicht? Will ich eigentlich nicht? Will ich eigentlich nicht? Ich habe keine Ahnung, wie das Schiff sich so macht. Im richtigen Combat mit anderen. Also es sind halt eben trotzdem Torpedos. Und die haben nur 8 Kilometer oder 9 Kilometer Range. Das ist nicht wirklich viel. Cyclen und ein Maler. Ich glaube, das ist, glaube ich, beides nichts, wo ich gegen angehen könnte. Ich habe halt eben keine Lust, mein Schiff gleich zu verlieren. Ach Gott. Ach ja. Gut, das andere sind Achter. Was natürlich nichts heißen muss. Vielleicht fighten sie halt eben auch die anderen Achter-Anomalien. Könnte ja sein. Ja, sehr gut. FJ. Oracle ist jetzt die neue T8, ne? Großer Laser. Vor allem, wenn ich ihn angreife, dann kommen die anderen. Nee, das ist. Nee, nee, das ist. Nee. Nee, nee. Lass mal.
Wenn er Solo wäre, würde ich es vielleicht sogar mal versuchen. Vielleicht. Aber nur vielleicht. Okay, weiter geht's mit der Suche. So, hier haben wir jetzt tatsächlich jemanden gefunden. Also gerade eben waren hier noch drei Retriever. Und glücklicherweise bin ich erst weitergeflogen und dachte mir, na gut, probierst es, bin zurückgeflogen, dann waren nur noch zwei da und dann dachte ich mir, na gut, gegen zwei könntest du es eigentlich mal riskieren. War dann irgendwie aufgedeckt, warum auch immer. Der eine ist dann gleich weggeflogen und der hier ist stehen geblieben. Also kriege ich halt eben jetzt meinen ersten Kill von einer Retriever. Nehme ich natürlich gern mit. Das sind 100.000, 100.000, 100 Millionen oder sowas, je nachdem, was er halt eben für Zeug dabei hat. Er hat auch eine MK7 Valkyrie, glaube ich, oder Infiltrator drinne. Warum er die jetzt nicht mehr nutzt, keine Ahnung. Aber danke. Boom. Den nehmen wir gern mit. Ansonsten nehmen wir das noch gern. Der Rest ist eigentlich jetzt unerheblich. Fliegen wir kurz hier näher. Weil Erz kann ich sowieso nicht tragen. Und ja. Das war dann mein erster Kill. Und gucken wir mal weiter. Und hier haben wir die nächste Retriever. Das ging jetzt ziemlich schnell. Ich wollte erst reinwarpen und bin direkt auf ihr gewarpt. Also ist ja direkt am Warp-Punkt hat die Retriever AFK gestanden. Gut für mich. Machen wir das mal kurz mit an. Machen wir kurz ein bisschen mehr Damage. Und ja. Ach komm, lass mal aus. Ich glaube, so richtig einen Unterschied macht es eh nicht. Das können wir mal noch mit anmachen. Und dann platzt sie gleich. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch zwei Systeme kurz abklappern und dann wieder zurückfliegen, weil ich jetzt hier gerade in der Pocket bin. Boom. So, Beute. Komisch. Eigentlich hätte er schnell genug reagieren können. Strip Miner. Wo ist der? Ne? Oh. Und weiter geht's. Vielleicht finde ich ja noch jemanden. Eine Million, ne? What? Eine. Ne, eine Million. So, hier haben wir Bots, würde ich sagen, weil die alle genau oder alle ähnlich heißen. Wir nähern uns mal. Wir müssen alles wahrscheinlich im Venture Try. Sind alles Venture Try. Venture 3 ist auch schön. Machen mal die als erstes. Anvisieren, anvisieren. Gucken.
Boom. Hab dich. Kann ich auch noch anvisieren. Wenn die alle AFK sind, freue ich mich natürlich. Und dann gleich der annähern. Das ist halt eben immer das Gefährliche. Da bist du tief im Nullsec drinne, aber du bist halt eben nicht safe. Der Schaden, 90 Schaden, ey, das ist ja. Es sind halt eben Torpedos, ne? Aber wo will er denn hin? Wo will er denn hin? So lange schon mal hier looten. Iron Miner. Nice. Und wo haben wir denn da hier? Ach nee. Gibt's hier gar nicht. Aber da. Noch ein Iron Miner. Auch schön. Du kommst nicht weg. Vergiss es. Na komm jetzt hier. Und boom. Aber jetzt boom. Geht doch. Weiter. Uhuhuhuhu. Also wenn das sich nicht gelohnt hat. Millionen. Na, knapp 40. 4 Aura Warp. Auch 12 Millionen. So, bin ich denn da? Bin ich. Fliegen wir mal weiter. Ich glaube zwar kaum, dass ich jetzt hier noch was finde. Die werden wahrscheinlich alle alarmiert haben. Aber vielleicht habe ich ja Glück. Ich habe ja auch AFK Retriever gesehen. Und hier haben wir noch einen Retriever, die am äußersten Rand minert. Aus dem Grund müssen wir erstmal ein bisschen hochfliegen, damit wir über dem Belt entlang gleiten auf ihn. Und dann gucken wir mal. Was meine denn, Croc? Also den nehme ich noch mit und danach verziehe ich mich. Das wird mir nämlich langsam ein wenig zu heikel hier. Das sind ja dann allein in diesem Sektor hier 4 Kills.
Das. Ich will mein Glück ja nicht überstrapazieren für meinen ersten Ausflug. Scheiße. Also entweder hat er jetzt was geahnt oder der wurde jetzt alarmiert. Ja, mal gucken, was er liegen gelassen hat. Schade. So, ich habe jetzt gerade eben eine Retriever noch gesehen. Eigentlich wollte ich mir jetzt nur noch kurz einen Kill holen. Beziehungsweise bin gerade auf den Gate zugejumpt, wo eine Vigilante auf mich gewartet hat. Und da bin ich dann wieder weggeschlichen. Und wollte eigentlich dann wieder jetzt zurück. Hab dann eben hier diese Retriever gesehen. Und die schnappe ich mir jetzt noch. Und dann gehe ich. Jetzt muss ich allerdings aufpassen, weil die definitiv aktiv spielt. Das heißt, keine Ahnung, was die sucht. Irgendwie das Gefühl, die sucht mich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie ist da hier in neun drinne. Ich sag echt keine Ahnung, was sie sucht. Dann hole ich mir den hier noch kurz. Der steht hier AFK rum. Ist ein Tech 1. Hast das Amar, glaube ich. Oder Minmatar oder sowas. Also es ist nichts wert. Also absolut nichts wert. Aber man weiß ja nicht, vielleicht soll er ja tackeln. Und hat Warp Disruptor oder Scrambler oder sowas dabei. Aber die Retriever, die ist echt, die sucht irgendwas. Vielleicht ist es wirklich eine Kampf-Retriever. Keine Ahnung. Guck an, Purifier. Und weg ist er. Okay. Ist er jetzt weggeworbt? Ne, da kam noch was. Noch eine Purifier. Tyra. Ach Gott. Jetzt würde ich ja gern. Die Tyra ist definitiv ein Bait. Die ist definitiv ein Bait. Die steht nur da so doof rum. Die hole ich mir noch. Auch wenn ich platze. Hier auf 0. Hat nicht mal Loot dabei, ey.
Okay, aber die Tyra, die ist, das ist definitiv ein Bait. So, ich bin jetzt hier gerade in Tribute angekommen. Einfach nur aus dem Grund, weil hier gleich nebenan, neben Vale of the Silent, wo ich gejagt habe, eine Station ist. Und ich hier kurz mal schauen kann, was wir denn jetzt alles so gebracht, geschossen haben. Also, wir haben 200.000, sind dann 360.000. Millionen, 470, 580, Gott, Gott, 360, 450, 560, 670, ja, 670 Millionen haben wir Vini Vidi Vici jetzt gekostet und eine Reaper, die allerdings nichts hatte, ne? Die wollte ich einfach nur noch mitnehmen, weil sie mich baiten wollten. Ja. Jo, das war mein erster Ausflug mit der Manticore, einem Tarngabbenbomber. Und mal gucken, wo es mich als nächstes hin verschlägt. Ich werde definitiv noch ein bisschen damit fliegen. Vor allem, weil ich sowieso gerade mitten im Null-Sec hocke und erstmal noch rausfliegen müsste. Und zum anderen macht es gerade echt Spaß. Also kann ich echt nur empfehlen. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Hau rein!